Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fortnite rettet die Welt. Und heute mit dabei der Hamsterli. Hamsterli, man hört dich einfach nicht, Alter. Du musst mal deinen Finger aus dem Mund nehmen. Der Jakobster. Grüße, Jakobster. Hallo. Und der Best Dodo. Hallo, Dodo. Hi. So. Hamsterli, man hört dich übrigens nicht, falls du irgendwas sagen solltest. Keine Ahnung. So, wir spielen die nächste Mission. Hinterlasse nichts mehr als Fußabdrücke. Ich habe eine Sache schon gemacht, ein bisschen im Stream. Und zwar schließe zwei Missionen in einer +9-Gegend ab. Und jetzt räumen wir vier Hüllenlager in einer +9-Region. Wenn ihr euch wundert, wo die anderen beiden herkommen, also mit Hamster, die habe ich ja angefangen, und die anderen beiden sind quasi Zuschauer aus dem Livestream-Chat. Und Hamster und ich, wir haben uns gesagt, wir holen jetzt immer mal zwei andere Leute mit in Folgen rein, einfach weil wir dann schneller vorankommen und die Stärke ein bisschen hochpushen und nicht so Schwierigkeiten haben, weil wir sind ja beide selbst noch nicht so hoch. So, und außerdem habe ich 1000 Mal eine Nachricht bekommen, kann ich dir helfen, brauchst du Waffen, hast du nicht gesehen. Echt ungelogen, bestimmt 50 Nachrichten von euch, und deswegen, ja, könnt ihr jetzt einfach mitmachen. So, also einfach in den Livestream-Chat kommen auf twitch.tv/quizplay und dann schreiben, dass ihr mitmachen wollt. So, wir brauchen eine +9 Dingsbums. So. Dieser Bereich wird gleich von einem Monstersturm verwüstet. Wir haben 20 Minuten, um die Überlebenden zu evakuieren. Okay. So, Dodo ist schon da. Ah, da hinten ist sogar schon so ein Dingsbums. So ein... Überlebender in Gefahr. Sie haben mich umzingelt. Wo ist denn hier der da oben? Wir müssen einfach diese Lager da töten, oder was? Hey, der Dicke. Feindliche Feinde! Feindliche Feinde. Ist der so schnell gestorben? Alter, was habe ich für eine Machete? So. Hamsterli, hört man dich jetzt? Achso, du musst bedenken, du bist wärmer fern von dem Ladescreen, desto weiter kann man nicht reden. Achso, aber du bist doch da, oder? Du, ja, ja, aber du wurdest abgeschnitten im Stream. So, was wollte ich denn sagen? In der Welt hier gibt's Dingsbums, oder? Gibt's diese Hüllenlager? Du hast gestartet, keine Ahnung. Überlebender in Gefahr. Wir brauchen mehr von deiner Sorte. Die spawnen eigentlich mal so random. Ich glaube, ich habe das gesehen hier hinten. Warte mal. Hier hinten war eins. Aber da lass den Überlebenden noch mitnehmen. Leben retten. Danke. Die FPS, die schwappen voll rum. Was ist da los? So, also hier hinten war, glaube ich, eins. So eine Hülle, so ein Hüllenlager. Ich muss halt aufpassen, ich bin noch nicht so stark. Hier pusht natürlich jetzt alles ein bisschen nach oben. Überlebender in Gefahr. Hier hinten war eins, ja. Ich brauche auf jeden Fall noch. Stimmt, es gibt einen Fallschaden. Ich brauche ein bisschen Materialien. Nur. Ein bisschen Loot. Ein bisschen Loot muss sein. La 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 la. Alter, ich habe so voll die Monstermachete. Die ist voll krass. Zwei Schläge oder ein Schlag sogar nur. Ah, Goblins! Übertreib halt! Team, Macheta, ich hab die bessere davon. So, das war jetzt eins, richtig? Das Beste. Ja, da, Hüllenlager geräumt, 1 von 4. Das heißt, hier gibt's auf jeden Fall welche. Sehr gut! Warum sollte ich eigentlich, ich hatte doch mal die Umfrage, was ich für einen Charakter nehmen sollte, und alle waren irgendwie gegen Assassine. Warum eigentlich? Ah, hier ist noch so ein Ding. Also ich spiele normalerweise ja Assassine, aber... Eine unserer Drohnen ist beschädigt. Brauchst zumindest keine Musik. Die Höhlen dürfen die Drohne nicht zerstören. Deswegen, begib dich zur Absturzstelle. Aber du bist halt nur im Nahkampf fixiert. Da hast du bei den
die meisten Missionen ziemliche Probleme alleine. Bei mir ist noch ein Lager, ne? Mach's kaputt. Bei mir auch. Ja, yeah, ich habe eins. Habe ich ganz allein gemacht. Ja, ja. Ganz allein meine Idee. Was? Ich hab mein... Alter, mein Metall ist voll krass. Oder immer mit Metall bauen. Was sagst du? Fuck me. Ja. Du bist ja auch gleich hier in der Nähe. Zack. Was ist das? Höllen! Verteidige die Drohne! Okay. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Zurück! Ja, stimmt, da brauchst du halt. Jetzt mal größere Kaliber raus. Brauchst halt keine. Keine Munition, das stimmt. Alter, Jakobs übertreibt halt wieder, weißt du? Ja, Apex, darf man. Wir wechseln auch durch. Ihr könnt mitspielen, wie gesagt. Dann wechseln wir irgendwie so alle zwei Folgen oder so. Wechseln wir mal durch. Schnetzel, Schnetzel, Schnetzel! Ich finde Nahkampf eigentlich ganz geil. Ich auch, deshalb spiele ich meistens noch so. Vor allem mit der Machete, ey. Und 80%, wenn jetzt nicht irgendwie was Größeres, glaube ich, mit der Machete spart halt auf den Boden oder mit der Pistole. Stimmt, ich habe ja jetzt auch hier diese F2-Geschichte. Komm, ist ein Boss. Du musst nichts zermalen. Das ist allein deine Entscheidung. Hey, Christian, du kannst jetzt zu der Drohne reingehen und dann gegen Ressourcen. Also neben der Drohne. Alter! What? Okay, so viel waren es nicht. 300 oder so, aber trotzdem. Krass. Ich bin eh voll. Ich bin irgendwie dauervoll, aber crazy. Das heißt ja schon. Absolut, die ist wieder mal dauervoll. Absolut, wir müssen da was ändern. Wir müssen uns was zusammensetzen. Nee, das passt schon so. Ja, ist klar. Ja, kleine Info noch an die Leute auf YouTube. Ich habe jetzt auch so einen tollen Creator-Code, womit ihr mich unterstützen könnt. Also wenn ihr das nächste Mal euch einen Skin holt, dann könnt ihr als Creator-Code oder als Sponsor-Code ChrisPlay eingeben und dann unterstützt ihr mich. Da kriege ich ein paar Cent. Also wirklich nur Cent, aber egal. Kleinvieh macht auch Mist. Kriege ich ein paar Cent von euch ab und ihr unterstützt mich damit. Ich habe zwar keine Ahnung, wo man den eingeben muss, aber ihr werdet das schon wissen. Ich auch nicht. Ich habe noch nie gesehen, dass man Battle da Royale eingeben Modus kann. Einfach im Shop. Aber ich glaube, es geht. Ja. Was geht das? Es geht, glaube ich, nur für Battle Royale. Okay. Das zocken eh die meisten. So. Ja, stimmt auch wieder. Put the place up. Warm the face up. Was machst denn du hier? Wie kann man denn mit so einem... Alter, wie geht das denn? Wie, hä? Musst du erst mal mit so einem freispielen, das Hoverboard. Voll geil, da bist du viel schneller. Das habe ich auch schon frei gespielt, aber ich hab's irgendwie nicht. Ich will das haben. Musst du gedrückt halten. Was musst du gedrückt halten? Hamsterli. Nee, Hamsterli, musst B gedrückt halten. Wenn er es schon freigeschaltet hat. Sturmfieslinge! Sturmfieslinge. Ich weiß, aber habe ich bis jetzt nicht gemacht. Also ich auf PC hab an, musste mal Q drücken, aber ich hab die Tasten. Ich will das auch haben. Aufwachen, plündern! Dinge finden, plündern! Altes Haus, plündern! So, große Höhle, plündern! Die Welt ist voller Stürme und ich find's klasse! Beutelarme ist für Prügel! Oh ne, ich hab keinen Bock, ey. Das lohnt sich immer nicht, finde ich. Weil
Das Ding ist, du kriegst halt überhaupt nicht viele Ressourcen. 80 Holz oder so. In der Zeit, wo du hier raufprügelst, kannst du locker 20 Bäume fällen. Wirklich? Für dich. Warum? Meinst du, zu zweit geht's aber. Er will nochmal. Er hat noch nicht. Neue Runde, neues Glück. So. Gotta roll up and now see you from afar, got my thoughts in the sky. Where we used to kiss sunshine, shit and why. You gotta call me every day, pretend you my baby. I see more real out there lately, it's crazy. Yeah, we could be the same as we claim in this kingdom shit and keep it tame. Come on, baby girl, we're not the same. Chris, hast du eigentlich schon mal so eine lebende Kiste gefunden? Was, eine lebende Kiste? Ja, beim letzten Mal, wo ich mit Chris gespielt habe, waren drei Stück. Was, lebende? Ja, die stehen dann so auf, das sind dann so Monster. So Kisten, die du öffnest, dann kommen Monster raus. Nee, haben Sally die immer noch nicht gesehen. Doch, ich schon, ich hab die nur alle weggeloot. Du Assi. Sag doch, weißt du, beim letzten Mal, da haben wir die gesehen. Drei Stück sogar. Du hast die gesehen, ja, aber nicht ich. Ja, kann ich nichts dafür. Doch. Wenn du in der Gegend rumchillst und nichts machst, kann ich nichts dafür. Nichts machst. Halt, stopp. Wir sollten echt so einen Halt-Stopp-Emote noch einführen. Wo ist sie denn? Wo schreit sie denn rum? Eine Frau in Not! Oh, ich glaube, sie hat Blähung. Habt ihr das gerade gehört? Ist da oben. Chris, hier oben ist noch eine Kiste, die kannst du aufmachen. Die sagt. Die lässt einen fahren und er sagt: Oh mein Gott, was soll ich nur machen? Baby girl, we're not the same. Two different speeds, but we keep it one lane. Yeah, what goes around comes around. Keep a 100, y'all. Do this for my soul like a dawn, but still you on. Put your hands in the air, we'll be alright. Ah, hier ist auch wieder ein. Kasse nachladen. Schon mal erwähnt. Minimies! Das geht ja wie Spritzebacken hier. Das Spiel kommt gar nicht hinterher mit so viel Erfolgen. Was? Ah? Soll ich dir noch eine Waffe geben, die ich sonst wiederverwerten soll? Ach ja, gib her jetzt. Du und deine Ausreden. Alter. Das ist eine Seppatron. Kann ich nicht, mein Rucksack ist voll. Warte mal, ich muss mal hier. Wie kann man wiederverwerten? Mit R. Also die und die. Das brauche ich noch nicht. Die brauche ich nicht, die brauche ich nicht, die brauche ich nicht. Die brauche ich nicht. So viele Waffen habe ich gar nicht. Warum ist mein Kack-Rucksack voll? Aber vielen Dank. Der Vorrat wächst. Der Vorrat wächst. Leute, der Vorrat wächst. Chris, kennst du schon das ferngesteuerte, den ferngesteuerten Raketenwerfer? Ja, vor aus dem Battle Royale-Modus, ja. Nein, nein, aber der ist ein Mini. Siehst du, ich habe ihn in meiner Hand. Was? Du hast gerade gar keine Waffe in der Hand. Jetzt hast du eine. Feuerwerk! Arschleckenfeuerwerk, ich hab nur nicht getroffen. Passiert. Hat die Eisschaden, die Waffe, oder was? Tatsächlich. Warum sieht man, wo sieht man das? Oh. Element Energie. Und 10% mehr Schaden, okay. Was brauchen wir noch hier? Ressourcen, was? Ressourcenader? 7? Von 22, was ist denn damit gemeint? Hier die Dinger im Berg oder was? Der Bus. Lass mal Bus bauen. Was?
Lass mal Bus bauen. Freddy, Bus bauen. Von wo kommen denn die eigentlich? Von allen Seiten, wa? Bitte gern. Meine 50 Monate sind nur 4 Jahre. Nur vor allem. Nur sinnlos. Graues Zeug weg. Nur. Ey, warum baut denn ihr schon wieder Häuschen? Hier habt ihr irgendwie zu viel Langeweile. Von wo kommen die denn? Wo ist denn eigentlich der? Ach, den habt ihr da eingebaut, oder siehst was? Siehst du doch. Ja, ja. Okay. Guck mal, die sind voll kreativ hier, Hamsterli. Nicht so wie du. Was ist denn? Ich hab ja auch schon dran mitgebaut. Also ich vergleiche das ja jetzt mit den alten Folgen. Also, wo wir nur zu zweit gespielt haben. Weißt du noch, damals, Hamsterli? Da komm, stimmt mal zu hier. Was stimmt mal zu? Ich wollte die Mission schwerer machen. Stimmt, man kann die ja höher setzen, wa? So. Halte dich für eine wichtige Wetterwarnung bereit. Warte, wir machen das auf. Erstmal auf 4, oder? Oh nein, nicht! Scheiße, ich wollte das doch höher stellen. Ach, Chris. Macht mal auf Nee, ihr könnt doch ab. Nee, Mission. Nee, ihr habt zwei Kreuze gemacht. Jakobs, da muss noch Nein machen. Jetzt dürfte die eigentlich. Ja, fehlgeschlagen. Sehr gut. Genau, da wollte ich hin. Verfügbar hat jetzt einer von euch höher gemacht? Verteidige den Bus. Das fängt doch schon an, oder was? Ja, keine Ahnung. Das ist ja kacke. Wir haben einen Bonus im Spiel. Ja. Ah, vor allem diese scheiß Drohne, Alter, die ist so OP. Alter, die sind echt One-Shot mit der. Dann dürfen wir ja durchrasieren jetzt. Aber dann zieht sich die Folge auch nicht so lang hin, finde ich gut. Ist ja immer nur rumgeballert, immer das Gleiche. Weniger in Action kommt vielleicht zum Einsatz. Kann die auch noch eine bessere machen. Das wird dir nicht gefallen. Passt schon. Immer, ich wollte mal zwei testen. Alter. Nordkorea-Style. Friss mein Schrapnell. Friss mein Chanel. Weiß auch nicht, was der mit seinem Chanel hat. Alter, ich komme jetzt zu gar nichts mehr, weißt du? Ist viel zu einfach. Ich habe wahrscheinlich Schaden von 10, weil ich keine Zombies mehr getroffen habe hier. Pass auf! So. Hat eigentlich gar keinen Sinn gemacht, dass wir fallen geworden. Nö. Höchstens, wenn sie von mehreren Seiten gleichzeitig gekommen wären, aber selbst dann nicht. Minigun regelt. Okay, wir machen eine kleine Extra-Challenge. Ab jetzt machen wir, wer schenkt mir die stärkste Waffe? Bin mal gespannt. Ich vergleiche dann den Schaden. Stärkste Waffe, die ich besitze, ist das LMG aus dem Halloween-Event. Keine Ahnung, ich kenne mich da nicht aus. Aber ich finde die ja schon OP. So. Also das hat 58 Split. Ich habe das goldene Scar mit 82 Blitz. Aber ihr könnt die auch bauen, oder nicht? Oh ja. Er hat ein bisschen mehr abgegradet als ich, ne? Bin gerade mal Blenker. Bin gerade mal Blenker drin. Also ich finde die ja bis jetzt für die Waffe hier. Bis jetzt ist Dodo auf Platz 1. Nur noch 30 Sekunden! So. Boah, da geht's auch gar nicht darum, wie viel. Obwohl, das ist ganz geil. Wir pushen doch damit diese Kistenpunkte, oder nicht? Umso mehr Zombies wir töten. Oder nicht? Ja, du siehst rechts. Naja, höher als Platin geht nicht. Stimmt, höher als Platin geht ja gar nicht. Bonus-Herausforderung erfolgreich. Gute Arbeit, Team. Yippie-yay, Schweinebacke. So, haben wir die Mission nicht fertig, schlecht. Oder was? Wir brauchen nur noch etwas mehr Blue Glow. Ja, nochmal? Blue Glow hinzufügen und zum Verteidigen des Busses bereit machen. Blas die Kuppe auf. Leg den Schalter um, wenn du bereit bist. Ich blas doch schon. Fester. Na, schade, Schwierigkeitsgrad geht nicht mehr. Achso, ich habe gar kein Blue Glow mehr, oder was? Verteidige den Bus. Doch, ich habe doch 6, verstehe ich nicht. Wahrscheinlich, weil die Mission schon angefangen hat oder so.
Wir haben einen Bonus im Spiel. Wir haben einen Bonus im Spiel. Mein Loot. Nein, nein, nein. Was? Ha. Warum? Ich hab das wieder nicht. Was ist auch immer. Ich hab's. Natürlich, wieder die OP-Drohne oder was? Hab ich doch gehört hier gerade. Let's go. Wo ist die Drohne? Football. Feindliche Feinde! Ist gar nicht weg. Guck mal, hier ist doch so ein Dings, oder? Die Ressourcen sind da! Holt sie euch! Wenn wir da eh reinschießen, treffen wir das bestimmt euch Zufall. Das wird dir nicht gefallen! Hat nicht jemand gesagt, ich soll einen Lama mit dem Minigun zerstören? Ja. Ja, das ist ein Lama. Ey, du hast da einen übersehen hinter dir, Dodo. Einen dicken. Einen dicken! Und da oben kommen die. Brrr. Brrr. Aber so ein bisschen finde ich es schade, dass keine Dings mehr kommen. Keine Videosequenzen mehr. Kommen da noch ein paar mehr? Du musst nichts zermalen. Das ist allein deine Entscheidung. Eigentlich schon. Weil bis jetzt kamen bestimmt schon 20 Folgen lang. Nee, Quatsch, aber. Eigentlich nur in den ersten beiden Folgen kam eine Videosequenz. Ich muss noch kurz meine Katze ein bisschen zu meiner Katze. Miau. Was, der Knecht Ruprecht ist fast kaputt? Welcher Knecht Ruprecht? Jetzt wird's feurig! Die Waffe ist stark. Krass. Wahrscheinlich, weil die noch extra Schaden macht. Wirfst du mal hier nicht mit Herzen rum, Junge? Scheiß auf Frühlingsgefühle. Erwischt. Hier wirft immer noch irgendwo die olle Trollerherzen. Oben. Oben. Best Dodo, bist du wieder da? Ja. Was hast du für eine Katze? Also was für eine Rasse? Ich weiß es nicht. Wie, du weißt das nicht? Hat die langes Fell oder kurzes Fell? Best Dodo ist ein Ninja. Kurzes. Oh, da oben. Als du es auf meinem Instagram-Account gesehen hast, die orange-weiße. Da muss ich nochmal nach. Hat die also nur zwei Farben, nicht drei. Alter. Gott, Schatten. Hört mal auf mit Raketen zu schießen. Das wird dir nicht gefallen. Das ist echt nur noch reingepratze hier, Alter. Nur noch 30 Sekunden. Noch. Nur weil du so low bist. Nee, weil ich jetzt so stark bin. Mit einem Schuss die Dinger fast tot. Noch. Ich gebe dir dann die Waffe mit dem meisten Schaden im Spiel. Die ist aber fast kaputt. Achso, Knecht Ruprecht ist die stärkste Waffe. Was ist denn Knecht Ruprecht bitte für eine Waffe? Sturmfieslinge! Bonus-Herausforderung erfolgreich! Gute Arbeit, Team! Ich bin wieder da! Genau wie Shackleton! Geil! Ohne Sound hier, oder was? Guckt euch das an. Da ist einfach kein Sound da. Aber mir auch. Was ist das denn? Streckt euch mal ein bisschen an hier. Ihr wart aber jetzt keine gute. Alter, guck mal, ich hab mit den meisten Schaden! Also wir haben alle gleich viel Schaden, aber... Ach nee, das ist Missionspunkte. Wo sieht man hier Schaden? Kampf, oder? Krass, ich hätte gedacht, ich hab... Also ich hab den meisten Schaden. Bin nur ein Level 4er. Da hast du recht, Hamsolli. Ja, ich hab den größten Schaden, nicht den meisten. Späßle, Häsle. Boah, Level 25 schon? Also Suki stimmt auch zu, sie ist meiner Meinung. Was, dass du den größten Schaden hast? Ja. Das glaube ich dir. So...
Kriegen wir jetzt mal hier eine geile Kiste, Alter? Ich will mal die letzte erreichen. Wie schaffen wir das denn? Das ist die nächste Challenge. Die letzte Kiste erreichen. Muss es doch einen Trick geben. So, Heimatbasis. So, Kiste öffnen. Boah, Alter, wie viele Umschläge ich jetzt hab. Okay, da gibt's auch so einen komischen reiner Tropfen. Ressourcen. So, Umschlag. Ich muss dann, Arbeit, Tropfen kommen. Irgendwas an diesem Lager kommt mir verdächtig vor. Was denn? Hab ich schon mal gesehen. Vor langer Zeit, bevor das Ganze hier angefangen hat. An welchem Lager? Von welchem Lager redet die? Gute Frage. Oh, was ist das denn? Handwerk, aktive Energiezelle, Handwerksmaterial. Kommt selten an seltsamen Orten vor. Und in der Kiste vor. Kiste? So. Kiste! Ja. Penny? Kyle? Penny? Bray? Ja? Ihr fragt euch bestimmt, warum ich euch zur Kommandozentrale gerufen habe. Nein. Eigentlich nicht. Nein. Mich interessiert eher das Wie. Hab da so einen Schlüsselring gefunden. Naja, egal. Der große Bauwettstreit ist unentschieden ausgegangen. Aber die Leute verlangt es nach einem Abschluss. Das ist mir neu. Oh ja, total. Die Bevölkerung ist sowas von verzweifelt. Mann, Dennis, die Welt wird von Monstern überrannt. Manche von uns haben Wichtiges zu tun. Dann rufe ich die K.O.-Runde des Bauwettstreits aus. Es gelten die Steinheim-Regeln. Alle Mittel sind erlaubt. Der erste Baumeister mit 50 Level 2 Wänden gewinnt. Mit 50 Level 2 Wänden? Was sind Level 2 Wände? Kenn ich gar nicht. Ja, da kannst du die Wände upgraden. Okay. Mit F kannst du die Wände upgraden. Aha. So, okay Leute, dann machen wir an der Stelle erstmal einen Cut und sehen uns dann zur nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.